Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, meine lieben Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für euch, und zwar gibt es wieder ein kleines Redux-Tutorial, und zwar nicht nur, wie man das installiert, sondern auch, wie man ein Crash-Fix bzw. das Crashen des Spiels verhindert. Und zwar ist es ja so, dass seit dem neuen Update von GTA 5 Redux 1.8 immer im Loading Screen abstürzt, und ich habe für euch das Problem behoben, so dass das nicht mehr passiert. In der Videobeschreibung verlinke ich euch zwei Dinge, einmal Redux 1.8 und einmal die zwei Dateien, die euch dabei unterstützen, dass das Spiel nicht mehr abstürzt. Aber zumal möchte ich euch kurz einmal auf was hinweisen, und zwar, wenn wir jetzt auf die Seite von Redux gehen, hat der Modder, der das macht, was vergessen. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf die offizielle Seite von GTA 5 Redux gehen, steht hier, tolle Neuigkeiten, Redux 1.8 ist bereits mit dem aktuellen GTA 5 Version, bla bla bla, Update kompatibel. Dies ist also keine Redux 1.9 Version erforderlich. Also diesmal ist keine neue Version erforderlich. Das ist nicht ganz richtig. Da hat der Modder wohl was vergessen oder hat nicht ganz aufgepasst. Ich stelle Redux überhaupt nicht in Frage. Das ist eine klasse Mod, richtig geil. Deswegen stelle ich das gar nicht in Frage. Und hat er wahrscheinlich vergessen zu erwähnen oder nicht reingeschrieben oder whatever. Auf jeden Fall, wenn ihr das runterladen wollt, dann geht ihr ganz normal hier, ladet ihr euch 1.8 runter. Und es funktioniert mit der 1.8-Version, aber ihr müsst zwei zusätzliche Dateien noch im Spiel einfügen, damit das Spiel im Loading Screen nicht abstürzt. Also es funktioniert ganz normal hier mit der 1.8-Version. Ich packe euch das trotzdem mal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das runterladen, also die aktuelle Version 1.8 und einmal die zwei Dateien, dass das nicht abstürzt. So, zumal kommen wir jetzt zum ersten Schritt, ganz normal Redux zu installieren. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Videobeschreibung seid und habt diese zwei Dateien runtergeladen, einmal Redux selber und einmal zwei Dateien, die von mir erstellt worden sind. Diese zwei Dateien habe ich für euch vorbereitet, damit ihr ganz normal Redux wieder spielen könnt, ohne dass das abstürzt. Aber dazu kommen wir gleich. So, Redux installieren, beziehungsweise wie das funktioniert, ist ja ganz einfach. Ich zeige euch das auch ganz kurz nochmal. Das ist relativ easy. Ihr entpackt das Ganze einfach auf euren Desktop, öffnet dann an eurem PC einmal Open vor. Warten, bis das gestartet ist. So, und dann gehen wir hier einmal hier oben auf Werkzeuge, Paket, Installationsprogramm. Dann wählt ihr einmal die Redux-Datei, die OIV-Datei aus. Auf Öffnen. So, und dann geht hier ganz normal einfach auf Installieren und hier in den Mod-Ordner installieren. Das habe ich natürlich schon gemacht, deswegen brauche ich das jetzt nicht. Also ganz normal in den Mod-Ordner installieren. Fertig ist die Kiste. So, dann habt ihr hier diese WeShade-Dateien. Diese WeShade-Dateien kopiert ihr euch alle, außer jetzt hier die README, die könnt ihr wieder rausnehmen. Und diese Dateien hier kopiert ihr einfach. Wo haben wir es? Kopieren. Und packt sie in euer Hauptverzeichnis von GTA 5 rein. Also einfach auf Einfügen. Ich habe das natürlich schon gemacht, kann aber nochmal setzen. Gar kein Problem. Dauert ja nicht zu lange. Und ihr packt dann einmal zur Sicherheit nochmal diesen kompletten Redux-Ordner. Also diesen kompletten Ordner einmal hier komplett reinschieben. So, des Weiteren braucht ihr natürlich noch das Setup hier. Dieses WeShade-Setup. Ich habe ehrlich gesagt Probleme mit der neuen Version. Es gibt ja eine neue Version, die 4.6.1 Version. Damit habe ich allerdings ein paar Probleme. Ich weiß nicht warum, aber ich benutze die nicht. Ich benutze die Vorgängerversion, die 4.5.4 Version, weil ich mit der neuen Version hier irgendwie Probleme habe. Keine Ahnung wieso. Wenn das bei euch so ist, schreibt es mir in die Kommentare. Also auf jeden Fall macht ihr dann dieses WeShade Setup. Ich verlinke euch das ebenfalls mal mit hier in diesen Fix-Dateien mit rein. Macht ihr ganz normal einen Doppelklick drauf. Geht hier auf den Ordner drauf und sucht euch dann die GTA 5 Exe. In dem Fall ist die bei mir bei Rockstar Games. Wenn ihr das über Steam habt, geht ihr ganz normal auf Steam, Steam Apps, Common. Und dann wählt ihr Rockstar Games aus, GTA 5. Und dann sucht ihr euch hier die GTA 5 Exe. Da installiert ihr das Ganze. So, wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr
Folgendes tun. Und zwar kommen wir jetzt zu den Dateien, die ich euch bereitgestellt habe. Das packe ich ja auch noch mit da rein, gleich oder später. Dann entpackt ihr das hier auf eurem Desktop, was ich für euch vorbereitet habe. Und dann habt ihr diese drei Dateien drin. Einmal das Reshade Setup, einmal diese Datei und einmal die Game Config. Das liegt nämlich an der Game Config. Ihr braucht eine spezielle Game Config Datei, damit das Ganze funktioniert. Und die habe ich für euch hier bereitgestellt. Und diese andere Datei, die brauchen wir gleich. Dann öffnet ihr nochmal Open4 und tut Folgendes. Ihr geht hier in diesen Dateipfad rein. Mods, Update RPF, Common Data. So, hier in diesen Ordner schmeißt ihr die Game Config rein. Also hier muss die Game Config rein, einfach per Drag and Drop reinschmeißen und gut ist. Die andere Datei hier, diese Metadatei, da geht ihr noch zusätzlich in diesen AI-Ordner hier rein und schmeißt die dann hier rein. So, nachdem ihr das gemacht habt, war es das auch schon. Das heißt, ihr könnt jetzt GTA 5 ganz normal starten mit der aktuellen Version, ohne dass GTA 5 euch im Loading Screen abschmiert. Diese zwei Dateien braucht ihr und die hat irgendwie der Modder vergessen oder keine Ahnung, warum er die nicht mit reingepackt hat oder beschrieben hat, dass er sie braucht. Ich bin selber drauf gekommen, habe mich auf die Suche gemacht, habe dann die Game Config noch ein bisschen bearbeitet und diese Game Config ist auch natürlich auch aktuell kompatibel mit der GTA 5 Version, die momentan läuft. Stand ist aktuell 16.04.2020 und mit dieser Situation bzw. mit diesen ganzen Dateien funktioniert Redux einwandfrei. So, meine lieben Freunde, ihr seht, im Hintergrund läuft GTA 5 ganz normal mit Redux, ist nicht im Loading Screen abgestürzt und ich hoffe, dass das bei euch auch so problemlos funktioniert. Ansonsten bedanke ich mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Probleme habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, und ich sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao!